Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K16. Wir befinden uns in einer Fehde mit Triple H. Wir haben ihn in der letzten Folge angegriffen und die Strafe folgt sogleich. Denn heute haben wir ein Match gegen den World Strongest Slam. Wir befinden uns bei einer neuen Raw-Ausgabe und ich bin sehr gespannt, was sich Triple H hat einfallen lassen für diese Attacke, die wir auf ihn ausgeübt haben. Ich bin sehr gespannt. Ein Match gegen Mark Henry. Das machst du mal nicht eben im Vorbeigehen. Oh, ich sehe sie jetzt schon vor meinem geistigen Auge. Die Popper Powerbomb, Alter. Das wird der Hammer. Alter Schwede. Mark Henry, das wird ein lustiger Kampf auf jeden Fall. Jemand kriegt heute Abend noch den Arsch versohlt. Yeah! Ich war mal Rapper in meinem vorherigen Leben. Ich werde auch eigentlich 50 Tobi genannt. Okay, scheiß drauf. Lass uns anfangen. Auf geht's gegen Mark Henry. Oh, okay, schon los hier. Der fängt schon an. Ah, oh, direkt mal aus dem Ring geschmissen. Jetzt, der fängt schon an hier. Guck mal, schon, wir haben schon Schaden gekriegt, hat er noch gar nichts gemacht, Alter. Krass. Nein! Boah. Alter. Was geht mit ihm, ey? Kannst mich mal... WWE Magazine out this month and you'll find some interesting articles. Was mich gar nicht so blöd anmachen, Mark. Superstars here in WWE. Bist ein Wrestling, Mark, bist du. What's your analysis of Mark Henry? Well, the body hasn't absorbed too much in the attack up to this point. Well, ich bin in den Ring gefallen. Nein! Dieser scheiß Move, Alter. Der wird nie was. Hat er uns mal fliegen lassen, Alter. Mark Henry hat einen fliegen lassen. Oh yeah, this is some good bacon flavor there, man. My farts smell like bacon. That's it. Clearly trying to take out the back here. Bums. Bums. Komm, wir drehen nicht mal um, Dickie. Bum. He's looking to create some separation here. Komm, versuch mal aufzustehen. Bum. Bum. Ah ja. Das habt ihr jetzt mal ignoriert. Nein! Oh fuck. God damn it. Was wird das? Ein Power Slam? Nee, ist das Power Slam? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Au. Suck it! Mums! DDT von Big Bad. Sehr gut. Wir wollen eine Message senden, Pumps an Triple H. Mit der Information, dass wir bereit sind. Na komm, jetzt aber. Bam. Nein, das kann doch nicht sein. Und der nächste Konter von Mark Henry und wir können jetzt diesmal nicht kontern. Das ist nicht so geil. Aufpassen, was wird das?
Nein, nein. This is a level of destruction no one was expecting. Oh, Cover, sehr gut. Das gibt Punkte. Match Points und Finisher Points. Oh. Nein. Emotions here is startling. There's almost an unknown. Hat da so ein Fliegen oder was? I know. And there are the ropes. It's difficult to articulate the pure power of Mark Henry. In your face. In your face. Man crushes anything he touches. His main streak fuels an endless assault for whoever sets foot in the ring against him. This is the man who broke the. Ach komm, der kommt doch schon wieder, das kann doch gar nicht. Tractor trailer on SmackDown. Oh my gosh. Cole Mark Henry. Komm, cover mich. So ja, sehr gut. Nein. Ach, schade. Ich wollte eigentlich dieses leicht erhellte. And there's the release. What's going to happen now? I'm scared to ask. Na, oder was gerade? This is exactly how he drew this one up. He's sending a message to the kannst mich mal. WWE kannst mich mal. Bam. Bam. Unleashes the sleeper trying to put this match yeah. to bed. He's out. Galabaga. His opponent's skin with this one. Boy, there's no way he's gonna be able to stand after that. And Mark Henry. Leck mich doch am Seppel, Alter. Nein. Too fast. Whether nein. Mark Henry's been a fan favorite or villain, his demeanor has never changed. Nein. The world's strongest man is mean, intense, ferocious, in a pure machine of scheiße. Human devastation. Well, I've said this before, and I'll say it again. Just listen to Mark Henry's theme song. That will tell you everything you need to know about the world's strongest man. He's got him. Was war das? Nein. Skull Crushing Finale dachte ich schon, aber tatsächlich nicht. Oh, er covert schon wieder, Alter. Geht mit dem. Der will uns ständig covern. Die alte Bratwurst. Ich glaube, Marky Darky hier hat gleich einen Finisher, beziehungsweise einen Signature Move. Nein. Bam! For close to 20 years, Henry has been one of the most powerful forces in sports entertainment. Okay. His walk to the ring is chilling, and witnessing how he manhandles yeah. opponents is even worse. For the world's strongest man, he's obsessed with destruction. And feeling the vacancies in his hall of fame. Power, strength, force, terror. Was wird das? Der hat einen Signature. Ja, der hat einen Signature-Move. Au. Hey! Was war das denn? Ich glaube, jetzt soll entweder ein Cover folgen oder sein Finisher Move. Naja, ein Cover. Oh, oh. Vergiss es. Chuck my ball. Mark, chuck my ball. Oh. Na? Vergiss es. Bums. Team on him, Dan. He's really been zeroed in on. But he's still showing some signs of life. Okay. Extra slow getting back to his base here. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Na komm, steh auf. Wo ist die? Friends, nein! What's going on right now in this awesome match. Boah! Big boot. Von Mark. Nein! Okay, ich dachte schon. Situations like this push competitors to the limit. Yeah, and I think he's almost to their limit. He's really done a number on it. Ah! Nein, das ist ein Finisher gekonnt. Kann doch nicht sein. Das ist doch scheiße. Der hat unseren Finisher gekonnt. Ja. What a match. Ach komm, Alter. Yes! Boah. Das ist eine harte Nummer gegen Mark Henry, ey. Ach komm! I'm yawning. It's getting a little sleepy in here. What a ruthless act. Nein! Counter. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. Cover. Shoulders down isn't enough. Eins, this may be it. Zwei. Nein. Folks, if you want to learn about Raw's most tumultuous period, be sure to check out the Monday Night War on WWE Network. Sauber. We're looking at complete domination. Jetzt kann schon wieder knapp werden.
Achtung, Cover. One. When we see Mark Henry, tremendous victory. Fick doch die Henne. Wo hat der denn schon wieder so schnell einen Signature-Move hergehabt, Alter? Ja, komm. Wollen wir die Highlights nicht angucken, Alter. Here in impressive fashion. I'll tell you what, Cole, I can watch those two go at it each and every week. What a match! And ladies and gentlemen. So eine Pisse, Alter, ey, ernsthaft. Wo hat der denn seinen verschissenen Signature Move schon wieder her gehabt? Das ist doch unglaublich. Oh, ich glaube, der Trockner piepst. Da muss ich gleich mal gucken gehen. Aber erstmal gucken wir, was als nächstes kommt. Das ärgert mich gerade schon wieder so, Alter. Bah. Wir hatten es so knapp gehabt. Aber ich frage mich, der hat uns auch einen Signature-Move verpasst, ne? Dann haben wir es versucht, dann stand er in der Ecke und plötzlich hat er wieder einen Signature-Move gehabt. Wie schnell ging das bitte? Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken dann im Nachhinein. Weil da bin ich gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ganz kurios. Oh. Zum Match. Sollen wir das mal angreifen? Eingreifen meine ich natürlich. Oh, Klammer, ich mach mal schnell den Trockner aus. Ich bin gleich wieder da, aber es geht natürlich weiter. Jawohl! Bam! Ab in den Ring mit dir! Sehr schön! Sind wir am Ring? Okay, dann können wir das Ganze auch überspringen, glaube ich. Weil da scheint ja noch was zu kommen. Komm! Meine Stimme ist momentan ein bisschen gedamaged. Ich habe ein bisschen Husten. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die ganzen anderen Folgen über immer gemacht und jetzt auf einmal habe ich den dicken Husten am Start, ey. Das ist echt zum Kotzen. So, mal gucken, ob da jetzt noch was passiert. Ich bin sehr gespannt. Kommen da noch irgendwelche Zwischensequenzen oder ist es das gewesen? Okay, da kommt nichts mehr. Alles klar. Wow. Aber da wird ja irgendwann die Revenge of the Triple H kommen, denke ich mal. Oh, wir müssen gegen Wade Barrett ran. Das war was Neues. Gegen Wade Barrett haben wir tatsächlich, glaube ich, so an sich noch nie wirklich gekämpft. Oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich glaube aber gegen Wade Barrett hatten wir tatsächlich zumindest noch nicht so oft ein Match. Gegen Wade Barry. Wie der gute Great Khali mal gesagt hat. Wade Barry! Das war cool. Okay. Dann lass mal knacken hier. Ich drück das weg, weil, hatten wir ja heute schon. Gucken wir uns lieber Wade Barrett an. God save the Queen. Yeah. From Preston, England, weighing in at 246 pounds,
guarantee you this guy hasn't lost a second of sleep over the booze he gets night in and night out. So, ja, ich weiß noch, damals Wade Barrett, als er noch Anführer der Nexus war. Alter Schwede, das war geil. Ich hatte damals echt gehofft, dass er den Titel gewinnt, den World-Titel. Leider hat er dann gegen John Cena tatsächlich verloren. Bei der Survivor Series war das. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Bam! Was denn? Schenk mich so an. Nein! Nicht runterfallen. What's your analysis of Nein! Well, geez. I mean, he's got incredible size and strength. Mach mal ein bisschen ran da. But you know what? Na also. Oh mein Gott. Oh mein Gott. And that makes him incredibly dangerous. Zack. Sehr cool. Ja, wie gesagt, wenn Wade Barrett damals den Titel gewonnen hätte, wäre er heute wahrscheinlich einer der Größten. Leider hat er den Titel aber nicht gewonnen. Und, naja. Seitdem ist er so ein bisschen... Immer noch ganz cool, aber eben nicht mehr so cool wie damals, muss ich tatsächlich sagen. Schade drum. Ich hätte ihn wirklich gerne als Champion gesehen. So. Jetzt rein mit dir. Naja, ist gut. Bam. And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is going to happen out here on the floor. That was a costly misstep. Nee, war echt klar. Barrett, hätte ich mir nicht denken können. Upper hand here. Oh. Nee, vergiss es. Schöner Big Boot. Running, Alter. Running Big Boot. Was gibt das? Eine Powerbomb. Sehr cool. What force? I thought the canvas would break. That bam. Slam was powered by superhuman strength. Unbelievable. Bam. Nein. Ah, die Aktionen dauern immer so lang. Wir müssen mal ein bisschen an unserer Schnelligkeit arbeiten. Gut, liegt natürlich auch daran, dass wir ein Super Heavyweight sind oder nur ein Heavyweight. Ich weiß gar nicht, eins von beiden. Auf jeden Fall liegt das halt daran, dass es halt manchmal eben nicht so schnell geht in den Aktionen. Hey! Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Scheiße, ich kam nicht zum Blocken gerade. Barrett is doing an Alter. Excellent job dominating this match. Ah, endlich mal wieder. Okay, komm mal her. Ich zeig dir mal was. Alter, was sind denn das? Was ist denn das mit den Reversals die ganze Zeit? Alter. Wie gab's vorher die so in der Häufigkeit? Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir auch schwer spielen. Weil vorher gab's so gut wie keine Irish Whip Reversals, Alter. Jetzt aber irgendwie schon. Arrogant, brash, and his menacing mentality helped him create the Barrett Barrage. Wade has so many ways of mauling an opponent. Zack. Dropkick. From WWE into one of those knuckle rings. Aua. Back in his native. Hat er gekontert. That's how awesome Barrett's power and mean streak are. Jawohl, Konter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Athletes looking to prove their dominance in there, but only one can walk out victorious. Boom. Who will it be? Bam. Oh. Oh. Oh, der war übel. Der sah mies aus. Alter, war der mies. News, as much as Barrett does, is undoubtedly a jerk in my book. He's showing no signs of letting up. Ich weiß nicht, wem das gerade mehr wehgetan hat. Das sah auf jeden Fall ziemlich übel aus. Bam. Kalabanga! Another electric crowd on hand here for SmackDown. Na komm. As has been the norm over the years. Perfekt. Few superstars are as dominant. Wieso konnte er die denn alle nur als Signature-Beruf? Wow! Alter. Cover. Eins. Alter. War sogar ziemlich knapp. Nein! Eins.
No bad news, Barrett. Has had some memorable moments here in WWE. He won the first dos. Nee, dos wäre zwei, ne? Uno, dos, tres wäre es gewesen. Ah, Richtiger Napp, Alter. Los! Steh auf! Jetzt aber! Kaboom! That's it. He's done. So, Bitches. Wow! He's still down after that. Komm mal her da. Komm mal her da. Barry da, oder was? Komm her da. Weapon in die Seile. Und oder Cover. Steh noch ein. Eins. Zwei. Dang. Can you get quite the overview earlier of Bad News Barrett's tenure here in WWE? Barrett's led factions, been a champion, has remained one of and his name is John Cena. Villains, which the British Bruiser is quite proud of, by the way. Yeah, well, listen, Cole. When you're a former bare knuckles champion like Bad News Barrett, you're going to attack everything. Hat er nicht so einen Finisher in der Ecke? No regard for rules or an opponent's weiß es nicht. Ja, er setzt es nach oben ab. Hey, was macht er jetzt? Barrett, lass den Scheiß. Barrett, nein! Good night. These are great competitors. Great, tremendous gladiators here in WWE. Some of the best superstars that Alter. WWE have to offer. Oh, der Finisher. Und das ist ein so ein ja, super. He needs to figure out a way to get to his base and break the hold. Hey, and if you guys need proof of exactly how Nein! Ach, fick doch die Hände. Ich hasse dieses Aufgabesystem. Das ist doch für den Arsch, Alter. Ich drehe in die andere Richtung und das Ding dreht sich. Komm, wie es will einfach. Ach, das ist doch... Oh, Alter. Look at this. This was a match that was simply mesmerized. Oh, boy. That was... Here's your winner. Bad News Barrett. And that's a win for Barrett. And talk about displaying a never-say-die attitude. It was as if winning was the only option here tonight. It'll be interesting. Nee. Kann man dieses Scheiß-System irgendwie ändern, dass das alte wieder zum Tragen kommt? Weil das ist für'n Arsch. Es ist einfach für'n Arsch. Ich drehe komplett in die andere Richtung. Please welcome my guest tonight. Let's talk about what happened out there tonight. Ja, ich hab verloren, ist okay. The authority has been very active lately. Do you have any thoughts on them? Ich will, dass sie die WWE verlassen. I hate them. They are nothing more than opportunistic backstabbing dogs. I'm going to do my part to throw them out of the WWE. You can count on that. The authority era is going to come to an end by my hands. There you have it. Back to you, Cole. Ah. Meine Fresse, ey. Erst so eine Scheißniederlage gegen Mark Henry und jetzt auch noch so eine Kack-Scheiß-Submission-Fuck da, ey. Kriegst du da echt zu viel. Anfangs war das ganz, eigentlich ganz cool, das Submission-System im Tutorial. Da hat es ganz schlüssig ausgesehen. Da hat es aber auch noch super funktioniert. Mittlerweile drehe ich nach links und das Ding geht nach rechts. Was ist das denn? Ey. Nee. Aber nur bescheuert. Naja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Also, genauer gesagt, in der nächsten Folge. Wenn es da weitergeht. Die Fehde mit Triple H ist in vollem Gange. Wir sind dabei Raw. Oh, und wir kämpfen gegen Triple H. Oh, oh, oh. Na, das wird lustig. Naja, ich freue mich drauf. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Ciao. Oh, dann gibt es aber mal ein dickes Match gegen Triple H. Und wenn ihr wisst, wie man verschiedene Match-Stipulations zustande bekommt, ich weiß ja nicht, ob es da irgendeinen gewissen Trick oder sowas gibt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Und ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. You better hold on tight. Hey, hey, hey.